Ich möchte Sie hier im Atrium des Vorarlberg-Museums recht herzlich begrüßen. Anlass ist die Ausstellung Über dem Wasser die Steine von Hannes Lodescher, den ich mit seiner Familie und seinen Freunden ganz besonders willkommen heißen möchte. Hannes, bitte. Ich möchte um Verständnis bitten. Ich möchte um Verständnis bitten, dass wir am heutigen Abend auf eine Bestuhlung verzichten. Hannes Lodescher hat sich das so gewünscht. Sie können ruhig noch näher treten. Er möchte die Besucherinnen und Besucher direkt unter die Steine stellen, sie zu Beteiligten werden lassen. Hannes Lodescher ist ein Künstler, der durch und durch mit der Natur verbunden ist. Inspiriert von der näheren Umgebung und von Reisen in Mittelmeerländer, fokussiert er sein künstlerisches Schaffen auf Landschafts- und Wasseraquarelle sowie Steinobjekte. Im September 2016 hat sich Hannes Lodescher für einen längeren Malurlaub nach Sardinien verabschiedet. Neben den dort entstandenen Wasseraquarellen sind die jüngst am Peloponnes entstandenen Werke hier an der Wand rechts zu betrachten. Sie wurden alle im Wasser stehend gemalt. Über dieser Serie von Wasseraquarellen schweben mit anmutender Leichtigkeit die Steinobjekte, die von ihrer natürlichen Umgebung, nämlich vom Boden, gelöst sind. Seit 1989 bildet Hannes Lodescher Steine nach Vorlagen aus der Natur, teils tausendfach vergrößert. Und ich bewundere deine Hartnäckigkeit und deine Geduld und Ausdauer, mit denen du sich diesen stellst. Bei einem Atelierbesuch hast du einmal gemeint, es kann zäh sein mit den Steinen. Man braucht Geduld. Die sind nicht in 2 Wochen fertig. Aber Hannes Lodescher hat diese Geduld und er bleibt dran an dem Thema. Als Mobile hängen die Steine nun scheinbar schwerelos über uns im Raum und stellen vorübergehend die Gesetze der Natur auf den Kopf. In der Sammlung des Vorarlberg-Museums befinden sich zwar einige Werke von Hannes Lodescher, und doch ist diese Ausstellung vollständig mit Leihgaben des Künstlers bestückt und auch ganz nach seinem Konzept realisiert worden. Schon im Dezember vorigen Jahres kam Hannes Lodescher mit einem 3D-Modell zu einer Besprechung und hatte ganz konkrete Vorstellungen. Wir freuen uns, lieber Hannes, dass wir deine Steine und Wasseraquarelle hier zeigen dürfen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Vor allem aber möchte ich mich bei dir und auch bei deiner Familie für die persönlichen Begegnungen bedanken. Ein Atelierbesuch, und ich durfte ja mehrere machen, war gleichzeitig ein Besuch mit Familienanschluss. Ich durfte nicht nur einmal zum Mittagessen bleiben. Gerne weise ich auf die Begleitveranstaltung Floating Stones am 19. Oktober um 19 Uhr in unserem Veranstaltungsraum hin. Sie sind herzlich willkommen zu dieser besonderen Performance, bei der auf einem unbemalten Papierstein Steinstrukturen projiziert werden. Musik spielt dabei eine wichtige Rolle und Hannes wird selber am Cello und an der Geige einen musikalischen Beitrag leisten. Unterstützt wird er dabei von Markus Brandner, Werner Hasler und Ulrich Katan. Ich möchte weiters auf die Publikation aus der Reihe Künstler im Gespräch hinweisen, die 2018 präsentiert wird. Sie wird ein Gespräch zwischen Hannes Lodescher und Hans-Joachim Gögel beinhalten. Eva Fichtner, meine Kollegin hier im Haus, hat die Redaktion und Kurt Dornig wird die grafische Gestaltung übernehmen. Ich möchte mich bei allen jetzt schon recht herzlich bedanken. Ab heute gibt es auch ganz druckfrisch die Ausgabe aus dieser Publikationsreihe zu Ines Agostinelli. Sie kann an der Kasse bereits erworben werden. Danke auch an Theresia Erne für die grafische Gestaltung hier in der Ausstellung und von diesem wunderbaren Handout, das gerne mitgenommen werden kann. Letztendlich bedanke ich mich bei Andreas Rudiger und bei meinen Kolleginnen und Kollegen hier im Haus. Besonderer Dank gilt Manfred Welte, Fabienne Rüff und vor allem aber auch Susanne Fonach und dem Team der Technik mit Gerald Nicolussi, Neven Baric, Gerhard Fessler und Wolfgang Brenner für ihre große Unterstützung. Ich freue mich sehr, dass am heutigen Abend eine Uraufführung stattfinden wird.
Das Stück Über dem Wasser die Steine wurde von Wolfgang Wilhelm Lindner eigens für diese Ausstellung komponiert. Wolfgang Lindner ist Komponist und langjähriger Lehrer für Perkussion am Landeskonservatorium in Feldkirch. Wir hören dann selber noch von ihm ein paar Worte zu seinem Stück und wir bitten um absolute Ruhe, wenn gespielt wird. Im Anschluss spielen dann eben für Sie Violoncello Penelope Gunther, im Saxophon Raphael Frey und Perkussion Stefan Greusing. Dem Aufbau der Steinobjekte liegt ein Haselrutengerüst zugrunde. Ein Gerüst also, das dem Stein eine gewisse Struktur und Organisation gibt. Geht man davon aus, dass einer Struktur etwas Starres anhaftet, wird man hier jedoch von einem organisch anmutenden und so gar nicht von der Natur organisierten Werk überzeugt. So gibt das Steinobjekt von Künstlerhand, nach einem Ordnungszustand geformt, viel Spielraum für Interpretationsmöglichkeiten beim Betrachter. Man kann die Steine stundenlang betrachten, die Schattenwürfe beobachten und sie präsentieren sich immer wieder von Neuem. Und ich wünsche Ihnen im Anschluss auch die Zeit, um sich darauf einzulassen. Nun darf ich Frau Magister Dr. Hartwig Kreutler, in Wien lebend und Dornbirn lebende Museologin, um ihre Worte bitten. Als ehemalige Studienkollegin von Hannes Ludescher ist sie schon lange mit seinen Arbeiten vertraut. Dankeschön. Guten Abend. Vielen Dank für die Begrüßung und freundliche Vorstellung. Werte Anwesende, liebe Kunstliebhaberinnen, mit großer Freude kam ich der Anfrage nach für die Vernissage anlässlich der ersten Ausstellung von Hannes Ludescher im Vorarlberg Museum ein paar Gedanken zu formulieren und so die heutige Eröffnung mit Ihnen zu genießen. Zwei Bitten vorweg. Erstens, die um Ihre Geduld und Aufmerksamkeit für mein eigentlich privates Echo an Hannes Ludeschers Wasser, Steine. Und zweitens die Bitte, kein Applaus nach meinen Worten. Wie vielleicht bekannt, studierte der Künstler, um dessen Werk es geht, an der Bildenden in Wien, bei den Professoren Mickel, Holliger, Wotruba vorwiegend. Malerei, Bildhauerei. Dort an der Akademie hatte ich ihn vor fast 50 Jahren kennengelernt. Hannes Ludescher lebt und arbeitet jetzt in Vorarlberg und in der Welt und ist gemeinsam mit seiner Frau Monika, die auch hier ist, vielerorts oft und gerne südlich unterwegs, dann aber hauptsächlich in seinem Labor, im Werkstattatelier in Zwischenwasser. Seine Ingredienzien sind Stein, Wind, Wasser, Licht- und Situationenbeobachtungen, das heißt grob und im Kunstgeschichtlichen gedacht und gesprochen Landschaftsdarstellungen. So gelangen wir gleich zu einer der Konstanten in Ludeschers Beschäftigungen, zur ästhetischen Reflexion und Wiedergabe als Teil der menschlichen Erfahrungen und Geschichte. Mit nur 4 Worten umriss der Künstler mir gegenüber die Ausstellungsinhalte. Nur Wasser und Steine. Er hat natürlich recht, irgendwie salopp gesprochen, selbstverständlich, dem dynamisierten und globalisierten Kommerzspeak und der Hyperaktivität entgegensteuernd. Die Ausstellung heißt Über dem Wasser die Steine. Damit sind wir mit nun 5 Worten und dem musealen Raum und großartigen Rahmen in ganz anderen Ebenen. Mit Verweis auf Harald Faders Peter Handke Zitat
Für den Featured Artist der Art Bodensee 2017, Hannes Ludescher, will ich das Gewicht von seinen freundlichen Anleitungen und gezielten Aufforderungen etwas verdeutlichen. Wissend, dieser Künstler trägt nicht Worte irgendwo hin, werde ich diesen 5 Wörtern circa 500, also 1 zu 100, dagegen halten. Unter dem Motto Reden und Schweigen. Wir bekommen mit Hannes Ludeschers Findlingen etwa 1 zu 10 verdeutlicht und verdichtet Zeit und Gelegenheit, unser Interesse, unsere Konzentrationsfähigkeit, Fantasie und Kreativität an konkreten, unserer Beobachtung zugedachten Objekten zu üben. Diese weiterzuentwickeln, uns darüber zu wundern, unsere Erfahrungen und Erinnerungen frei zu machen, ins Spiel zu bringen. Auch wenn Ludeschers Werke international, interkulturell und ohne Übersetzung verständlich sprechen, ohne Tratsch zu vermitteln, auch keinen subjektiven, sie sind immer auf das erlebende, denkende, fühlende Individuum angewiesen. Ludeschers behutsam neu erfundenen Elemente, die gebauten Steine und die Wasseraquarelle stellen Aufgaben dar. Aber keine schwierigen Aufgaben oder unangenehm, ganz im Gegenteil. Wie nicht anders zu erwarten von einem klugen Künstler, er verpackt seine Fragestellungen an sich und an die anderen in der Welt, feinst austariert in einmalige Gestaltungen, die uns auch beim 4. Mal hinschauen noch überraschende Seh- und Denkerlebnisse bereiten. Wir kennen wohl alle die Faszination, die ein unscheinbarer Stein vielleicht vom Strand, vom Regenwasser zum Leuchten gebracht, ausstrahlt. Und einmal in der Hand will er unbedingt mit. In Gedanken und Ahnungen verwandelt sich dieser Stein seit Kindertagen oder mit Adalbert Stifter zum Gegenüber, zum Traumphänomen, zur Obsession. Soweit so gut, bekannt. Wir könnten auch in der Kunstgeschichte an Piero della Francesca, Caspar David Friedrich oder René Magritte erinnert werden. Sinkt wie ein Stein im Wasser. Nichts davon. Vergessen wir, was wir gelernt haben. Schauen wir noch einmal hin. Wenn wir uns also anwesend und neugierig tatsächlich auf nur Wasser und Steine einlassen, sind wir als Einzelne, aber auch beim gemeinsamen Anschauen, auf eine Kommunikationsebene verwiesen, die nuancierten, minimalistischen Umgang mit sich bringt. Dies erfordert, ohne Erfolgs- oder Erfüllungszwang, die Bereitschaft, einem Gedanken, einem Gefühl tatsächlich nachzuspüren, Pro und Contra und die Zusammenhänge abzuwägen, nochmals zu prüfen, etwas abzuschmecken, zu vergleichen, auf der feinsten Wasser- und Steinzunge zergehen zu lassen. Hannes Ludeschers Werke? Kein Fast Food, kein Größen-, Glanz- oder Geschwindigkeitsrekord, aber unverbrauchbare Zugänge zu unserer Wirklichkeit. Nur Wasser und Steine? Sie spüren weder einen Tropfen noch einen Kiesel. Nacktheit, Direktheit, mit Hand, Haut und Haar die Gegenständlichkeit der Naturdinge erlebend, intellektuell transformiert, alle Sinne herausfordernd und den sprichwörtlichen sechsten Sinn dazu als Schlüssel zum Ganzen. Die Löcher, die Perforationen, fast mechanisch anmutend in ihrer Perfektion und Regelmäßigkeit, erinnern uns zwingend an die Künstlichkeit der Gebilde, an Verletzlichkeit, Materialität, an brachiale, wenn auch sehr zivilisierte Gewalt, an ein Gegenüber, das eine Aktion-Reaktion herausfordert. Ludescher gelingt es, einen Körper-Geist-Bezug ins Bewusstsein zu zaubern,
der herausfordernd für unsere Auffassungsmöglichkeiten ist, vielleicht auch für aktuelle neurowissenschaftliche Studien. Dabei sind Musik, Klang, Rhythmus, die Orchestrierung nicht zu vergessen. Kunst hat, so meine Überzeugung, genauso viel mit Suchen zu tun wie mit Schaffen. Und dies beim Herstellen ebenso wie beim Betrachten, beim Kontemplieren, mit Meditieren, Genießen und auch wiederum beim Reden darüber, beim Mitteilen der Kunst. Ludeschers Ausstellung stellt also zur Verfügung 17 offensichtlich Steinnummer, Kunstobjekt, Titel unbekannt. Wasser und Farben, Stein und Erden, Haselroten Papier und die Aquarelle hinter, zwischen Plexiglas. Aber es sind dies natürlich die Übersetzungen von Erlebtem und Gedachten. Übersetzungen in haptische Bemerkungen und visuelle Erzählungen, die uns nicht beschränkt auf 1:10 oder 1:100, sondern inkommensurabel, unvergleichlich und nicht messbar sinnliches und intellektuelles Vergnügen bereiten wollen. Mit meiner herzlichen Gratulation und einem Dankeschön an Hannes Ludescher und auch an alle mit der Ausstellungsvorbereitung Befassten und natürlich an die Musikerinnen, darf ich Sie nun einladen, wie die Musiker unter der Leitung von Wolfgang Lindner, der jetzt aufs Podium kommen wird, mit seinen Musikerinnen, ist auch eine Musikerin dabei, und sich wie diese auf die Werke einzulassen und sich über die schöne und vielsinnige Ausstellung zu freuen, auch von allen Stockwerken aus. Wie vorher gesagt wurde, die Musik braucht auch die Konzentration und Ruhe. Herzlichen Dank. Verehrte Damen und Herren, nur ganz kurz ein paar Worte zu meinem Stück. Es ist heute für mich eine ganz besondere Uraufführung, nämlich in dieser Form hat mich noch nie ein Künstler gefragt, zu seinen Objekten eine Komposition zu liefern. War für mich zunächst eine ziemliche Herausforderung. Ich bin dann auch zu Hannes gefahren und hab im Rahmen einer Dia-Show mich versucht, auf die Objekte immer mehr einzulassen, bis die Steine Musik geworden sind für mich. Die haben es für sich gesprochen. Und auch das Wasser. Es wurde jetzt schon genug über Stein und Wasser gesagt, glaube ich. Auch ich möchte Sie bitten, sich einzulassen, was Sie jetzt hören, und möglichst leise. Und zugleich möchte ich dem Hannes Ludescher und auch dem Vorarlberg Museum besonders auch Herrn Manfred Welte danken, dass bei einer Vernissage eine Uraufführung stattfinden kann. Es ist doch etwas Besonderes, weil meistens, ich habe schon etliche Vernissagen mit Musik erlebt, da ist dann meistens die Musik an den Rand gedrückt. Und dieses wunderbare Gefühl, dass heute das nicht ist, das darf ich jetzt und möchte ich auch Ihnen übergeben, zu erleben. Nochmal vielen Dank, Hannes, für diesen Auftrag. Über dem Wasser die Steine.
Thank you.